Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das war jetzt sehr pünktlich, da der halbe Bildschirm abgelaufen ist und da ist Danze. Und ja, ich befinde mich bei der MS Azalea und ich habe mir vorgenommen, hier erst einmal, weil die meisten Quests muss man ja, glaube ich, hier abgeben, einige Quests zu sammeln und die dann alle auf einmal abzugehen in Arcadia. Und ja, ich würde sagen, die erste Mission, die wir machen, ist den Runner aufhalten. Boah, die Karte. Da unten, der Kompass. Und ja, Runner aufhalten, kein Problem. Ich habe waffenmäßig jetzt nichts anderes mitgenommen. Ich komme da nicht rüber. Oh. Okay. Der Anzwerg, der bei uns wacht. Da komme ich nicht hin. Und ja, ich habe, weiß nicht, diese 80 Sachen tragen, glaube ich. Immer noch irgendwie 230 von 310, das ist ganz schön wenig. Bin schon hier drin gewesen. Ja, klar, hier war ich schon. Oder? Ja, klar, hier habe ich doch als erstes Dingens hier Inselbegabung mir geholt. Jetzt muss ich hier echt so einen blöden Weg gehen. Na, warte mal. Geht sogar unter Wasser. Ah, ich habe mein Dings noch dabei. Schuss vor Strahlung, ich sehe es. So, jetzt kann ich unter Wasser atmen. Und dann läuft einfach. Boah, ich komme. Ach, geht weg. Jetzt müsste ich diese Aquaman-Fähigkeit haben. Damit kann man irgendwie unter Wasser nicht gesehen werden. Nur so blöde wird, so nützlich wird auch ist, ist leider genau der gleiche Fehler wie in den letzten Bethesda-Spielen. Unter Wasser sieht man nichts. Also eine dämliche Sicht unter Wasser. Ich laufe falsch, ich schwimme falsch. Da. Was geht's, na? Jetzt auch ein Wesen der Meere. Tot mich ein. Hilfe! Ah, was ist das? Oh, ich habe schon erledigt, das weiß ich noch. Au! Oh, Kacke. So, Sonnenbrille. Ganz wichtig. Au. Ich werde nicht gegen euch kämpfen, lasst mich in Ruhe. Nein, verdammt. Ding war noch nicht mal nachgeladen, ey. Da war ein Bunker irgendwo. Lass in den Schutzbunker gehen, zur Sicherheit. Noch mehr Mission holen. Ich höre die noch, ich höre die noch. Geh weg. Bah. Wenn schon mal hier sind, Alter, das ist auch schon wieder was. Was geht? Ich will gar nicht gegen euch kämpfen, Mann. Ich will doch nur. Ich weiß nicht, was ich will. Ich will eigentlich Missionen machen, aber jetzt bin ich hier zum Bunker. Jetzt habe ich den Bunker bemerkt. Jetzt möchte ich da hin. Danke. So. Nicht verzeichnet, deswegen wollen wir uns sehen. Ich brauche doch Astra, genau. Ich glaube, die kauft die oder so. Genau wie diese eine Siedlung, die mir Melonen abkauft. Alter, wie hoch ist das? So, genau so Gefahr, oder? Dann ist es vielleicht tot, aber pff. Schadenresistenz habe ich jetzt überhaupt 220. Da kommt, ich bin den halben Weg jetzt hier hochgeklettert. Ich den Rest aber auch noch schaffen. Voll Pro Glitch, ja. So, jetzt mal da. Was? Wenn
Park. Windparkwartung. Okay, gehen wir da rein. Haben wir nichts Besseres zu tun. Bin über den Ort gestolpert, ich bin selbst schuld. Wenn wir schon hier sind, dann auch komplett, ne? So. Ah. Oh nee. Man weiß nie, was man findet. Okay. Okay. Was? Was soll ich weitermachen? Luca-Granate. Hm. Einfach mal so Erfahrungspunkte bekommen, danke. Ja, was hat die getötet? Stirbt meine Todeskralle vielleicht? Das ist irgendwie das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was noch mächtiger ist als so ein Aggressetron. Die sind schon, finde die ehrlich gesagt schon gefährlicher als Todeskrallen. Vier extra starke Sicherung. Extra starke Sicherung, okay. Luca-Granaten sind stark. Warum gehen die mir so viele? Ich hab Angst. Dann will ich noch eine Sicherung. Nicht noch eine normale Sicherung. So, 2, 3, 4. Wenn man mich so was von vernichten gleich. So, was passiert hier jetzt? Also ich falle. Ah, da. Und noch ein Aggressetron. Hi. Komm nicht auf mich zu. Was? Da ist auch noch eins. Super. Oh Gott, ich erschreckt. Oh, Mann. Warte mal. Au. Eine Lösung. Komm her. Oh Gott. Oh, schade. Boom. 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 Wie arm sich mein Charakter aussieht. Nein, bitte tu mir nichts. Oh Gott! Ich bin tot, oder? Nicht, dass ich so einen Angriff überlebe. Von dem. Gott. Mein Gott! Okay. So, erstmal wieder voll zupacken. Weil wir brauchen keine Richtung. Boah, noch so ein Viech. So, jetzt noch eine stärkere Version. Jetzt soll ich Türen öffnen. Sie können keine Türen öffnen. Das ist wie in Jurassic Park die Raptoren. Prozent. Okay. Gehen wir da lang. Das scheint mir ein bisschen sicherer zu sein. Kein Impulsgenerator. Hi, na. Ach, da haben sie. Geschütze gehen nicht in die Hölle, weil Geschütze nicht leben.
ich habe eine geile Waffe oder irgendwie sowas bekommen. Am Ende. Fusionsgeschäft. Okay. Wen es interessiert, der kann lesen. So. Gleiche, das ist nicht der gleiche. Ach man, jetzt muss ich zu dem einen Viech hängen. Nein. Mal sehen, was wir da haben. Irgendwas gegen Roboter effektiv ist. Ja, da warte mal. Das ging das Viech klappt. Ist ja eingefallen, ich habe ja so eine Imba-Waffe. Was ist das wie? Da ist das Vieh. Oh, der kann sich unsichtbar machen. Umso besser ist der Teil dafür. Alter. Ja, das Ding ist überpowert. Irgendwie ist das Ding überpowert. Oh Mann. Ein bisschen übertrieben, finde ich. Hat hier nicht irgendwas? Ich bin einfach wieder abgelegt. Ich hatte mehrere Waffen. Wo ich meine, ich hatte auch weniger Waffen irgendwann mal mitgenommen. Uff. Mein Gott. Noch sogar ein Tag. Nostalgische Gefühle. Ja, dafür habe ich das gemacht. Irgendwie für nichts. Ja, lass mich raten. Was hast du jetzt gemacht? Gummibonbons. Aha. Abgeschossen, Mann. Wird doch irgendwas geben. Aber nö. So. Lass mal dahin gehen, wo wir eigentlich hingehen wollten. Oh Mann. Gut, weiter. Dun, 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 dun. Nee, gibt's echt nichts. Wahrscheinlich irgendwann eine Story oder so, aber. Eine andere Mission, meine ich. Aber jetzt nichts. Na ja, gut, weiter. Oh, was Sinnvolles. Zum Beispiel mal, wir sind schon wieder fast in Ikea gelandet. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Gehen wir da lang. Um mich ohne Gegner zu begegnen, wie mich irgendwie, weiß ich nicht. Bin extra ausgewichen, weil ich vorankommen wollte. Und da würde ich auch mal gerne die Farbe abschließen. Vielleicht hier nicht Bock macht oder so, aber. Vermisse das Commonwealth. Von bald kommen ja wieder DLCs irgendwann raus, ne? Ich kann nicht immer noch in dem DLC rumhocken. Wenn, wer hat dich denn getötet? Ist schon wieder tot falsch, der war eine Überraschung. Und ich muss ein bisschen zügiger vorankommen. Die jagen sich doch alle selber in der Luft, oder? Aber dann kann ich ja langsam auch mal hier die höchste Verbundheitsstufe bekommen. Geschafft. Bin sie nicht auch? Man tut ja nochmal alles approven. So, weiß ich nicht, so alltägliche Sachen nicht, oder? Oh Gott. Geh weg, geh weg.
Au. Das ist ja nur normal, hallo, ich habe keine Chance. Spiel ist auch sehr schwer und krieg von alles hier aufs Maul, aber müsst schon so ein bisschen so besseres irgendwie aufbringen. Ihr denkt, dass ihr mich aufhalten könnt. Auch kein legendärer oder so. Sehr gut. Ja, komm mal los. Autsch. Zieht halt nichts ab. Hi. So. Gewonnen haben wir nichts. Jetzt und ich. Im Kampf sowieso wieder vorbei, Alter. Wenn jetzt nicht 38er Munition oder was immer mein Best Friend hier verbraucht bekomme, wird schon wieder Verschwendung gewesen. Cool. Oder 45er könnte halt auch sein. 308er also, oder was? Ich bin dabei gedacht, okay, das macht den meisten Schaden, aber trotzdem. Das Sniper Gewehr Munition. Die ganzen Dinger, die verwirren mich voll. So, kriegen wir den Runner noch? Das ist so eine Elite-Einheit vom Institut. Ich setze aber noch einen bekämpft. Für den braucht man einen Fatman. Das hätte jetzt... Bei aller Fairness, das hätte mir ein paar HP mindestens abziehen sollen. So nah, wie ich an dem Teil dran war. Insofern möchte ich dann auch noch bleiben, aber okay. Wenn das Spiel sagt, ich bekomme keinen Schaden, dann bekomme ich keinen Schaden. So. Ganz schön nah. Ja, ein Fallensteller. What? Jetzt habe ich einen Sniper, ich habe eine MVP dabei. Da ist er. Mich verarschen gehen den Runnern rein. In den Dings. Fallenstern. Kämpfgefecht gegeneinander. Kämpf nicht gegen. Wäre jetzt so geil, wenn die den erledigen würden. Los, kommt. Und schon. Ihr kriegt den schon. Ist alles auf die falsche. Hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Na los, komm. Hau den kaputt. Schon wieder was am brennen oder ja, komm. Komm schon, macht den kalt, ich glaube an euch, weil ich denke dass ihr andauernd irgendwie tot seid. Wir hatten ja noch. Die sind aber beide noch am Leben. Also, warte. Ja, ich mal annähern, was gezogen bekommen, da warte ich. Schau mir das hier noch an. Wir sehen, wer gewinnt. Aber das dauert, glaube ich, noch ewig, ne? Los, geht näher ran. So wie halt bei mir auch immer noch. Na, warte. Wo ist er? Ich
Glück habe, kriege ich damit einen Schuss weg mit dem Teil. Er steht so blöd da. Kann er mal irgendwo anders stehen? Erledigt. Ah, schade. Alter, macht der viel Schaden. Hallo, Puff. Was? Schieß doch. Nein. Wo hat der EAP schon wieder herbekommen? Alter, macht der viel Schaden. Nicht schon wieder. Also, sehe ich denn überhaupt, was damit ab? Der Werkstatt. So, hat er ihr erledigt? Ich krieg die Krise. Okay, sehr gut. Aber waren auch nur zwei. Ne, warum waren da nur zwei? Auf mich kommen immer 20.000 auf einmal los. Danke, euer Opfer wird vergessen sein. Wenn ich Liberty Prime. In der Bruderschaft, dieser Riesenroboter. Den müssen wir eigentlich auch noch irgendwann sehen, ne? Gibt so eine Mission. Liberty Reprime, hallo. Wohnwagenschlüssel, welcher Wohnwagen? Aber wenn Liberty Reprime in diesem Spiel wieder vorkommt, ne? Das wäre doch awesome. Machen wir sie anderen, warte mal. Alter. Wo ist der Wohnwagen? Weiß ja schon. Ja. Also wo ist das Gebiet? Hier, das. Ne, da ist nicht ein Wohnwagen. Hi. Verlecktür, bro. Wohnwagen. Wohnwagen. Wo ist er? Gebe er mir den Wohnwagen, auf das ich ihn plündern kann. Ja. Ah. Ah. Meine Kronkorken tun sich wieder vermehren. Gut. Was aber dann wieder für diese Folge. Ich muss mich erstmal eben setzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich an herzlich fürs Zuschauen. Sag tschüss, bis zur nächsten Folge.